Hallo Leute, hier ist der Max und es ist jetzt wohl endgültig soweit. DICE hat Battlefield 2042 selbst aufgegeben und ich denke auch mal, das ist mein letztes Video zu Battlefield 2042. Wobei, das wird so langsam so zum Running Gag, so irgendwie zum Meme. Mein letztes Battlefield 2042-Video. Ich glaube, ich fange jetzt jedes Battlefield-Video am besten damit an. So Leute, das wird mein letztes Battlefield 2042-Video. Vielleicht passiert ja noch ein bisschen was. Das heißt übrigens an der Stelle auch, wenn ihr die nächsten Videos nicht verpassen wollt, dann könnt ihr mich jetzt natürlich an dieser Stelle abonnieren und dem Video ein Like da lassen. Kostet nichts und hilft mir persönlich immer sehr, mich im YouTube-Algorithmus besser zu platzieren. Ja, das wäre eine nice Sache. Aber jetzt zum Punkt. Und zwar, es gibt seit einiger Zeit ja schon die Gerüchte, dass DICE am Nachfolger arbeitet zu Battlefield 2042. Wobei wir hier nicht von einem direkten Nachfolger reden, sondern einfach nur von einem neuen Battlefield. Und diese Gerüchte halte ich auch für relativ glaubhaft. Es ist ja nicht nur so, dass es eigentlich in der Gaming-Welt gang und gäbe ist, dass sobald der alte Teil rauskommt oder der aktuelle Teil rauskommt, schon mehr oder weniger die Planung für den nächsten läuft. Aber nachdem Battlefield 2042 so katastrophal, ja, nicht eingeschlagen ist, wie man sich das gewünscht hat, ist das doch schon relativ glaubhaft. Und ich habe extra nochmal abgewartet, ob da jetzt noch was kommt, bevor ich dieses Video mache. Weil diese Gerüchte, oder nennen wir es mal diese News, die sind auch schon ein paar Tage alt. Ich denke mal, haben die meisten von euch auch schon mal irgendwo gelesen. Und ich habe gedacht, komm, warte mal, vielleicht kommt da noch ein bisschen was. Und es kam auch was. Es kam nämlich ein offizieller Blogpost zu Battlefield 2042. Allerdings nichts Zufriedenstellendes. Und ich dachte mir so, weißt du was, wird's doch jetzt mal Zeit. Ich mache doch noch ein Video drüber. Und zwar, es gab mal wieder einen weiteren Report, was sie für Battlefield 2042 Tolles planen. Und ja, wo man dann nochmal gesehen hat, dass DICE nicht wirklich die Absicht hat, da groß was dran zu ändern. Also im Prinzip wird das eintreten, was ich seit Anfang an vermutet habe. Man hält Battlefield 2042 auf Sparflamme. Gerade so, damit niemand DICE bzw. EA verklagen kann. Beziehungsweise man liefert absolut das Mindeste Notwendige an Content, um dem gerecht zu werden, was man eben in seinem Einjahrespass versprochen hat, um das irgendwie so zu erfüllen. Und wisst ihr, der Rest, das war's. Und selbst hat man das Game wahrscheinlich schon lange aufgegeben, wahrscheinlich schon ein paar Wochen nach Release. Und da arbeiten jetzt vielleicht noch eine Handvoll Leute dran, oder lass es mal, keine Ahnung, 10 Leute sein. Der Rest kümmert sich um was Neues, beziehungsweise um was anderes. Ich meine, sie reden zum Beispiel in ihrem letzten Community News Report, wie auch immer das Ding genau heißt, Blogpost, ganz groß wird da fabuliert über irgendwelche Pläne, wie man die Maps und Zonen besser verteilen könnte für bessere Spielbarkeit. Das ist ja alles schön und gut, aber ich denke mir mal ganz ehrlich, what the fuck? Passiert da was? Oder reden sie nur? Ich meine, reden ist billig. Wir dürfen nicht vergessen, es ist jetzt ein halbes Jahr fast. Fast auf den Tag genau. Dauert noch eine Woche ungefähr. Fast ein halbes Jahr nach dem Release, ne? November, Dezember, Januar, Februar, März, April. Also es ist, sagen wir mal so, ungefähr ein halbes Jahr jetzt her seit Release. Und das ist reine Augenwischerei. Es ist nichts passiert. Season 1 startet im Sommer, also auch halbes Jahr, 7, 8 Monate, je nachdem wann genau, Juni wahrscheinlich, das dann wirklich starten wird. Und das war's. Es gibt nichts. Das war's. Und es gibt im Prinzip ein paar komische Skinpacks. Und das Einzige, was sie eingebaut haben, ist ein Legacy-Feature in Form eines Scoreboards. Das gar nicht mal so mies ist. Aber wenn man mal ehrlich ist, so wie es der Kaboom früher gesagt hätte, Hand aufs Herz, so ein Scoreboard, das macht ein Programmierer und UI-Designer an einem Nachmittag zusammen. Das ist absolut kein Hexenwerk. Ich bin kein großer Spieleprogrammierer. Aber sogar mir traue ich zu, dass ich in 1, 2 Tagen ein Scoreboard in Battlefield einbaue. Also, ich weiß nicht. Spielerzahlen sind absolut vernichtend. Bald sind wir bei unter 2000 Spielern im Peak auf Steam. Gestern noch ungefähr 2100. Und ich weiß, das wird ja auch immer in den Videos gesagt, Max, Max, das ist doch nur Steam. Ja, ich weiß, dass das nur Steam ist. Steam sind halt die einzigen Zahlen, die öffentlich sind. Aber mal, ist wirklich ernsthaft. Meint wirklich noch irgendjemand, dass es auf anderen Plattformen und anderen ja, Shops, also in dem Fall, ob es auf Origin oder auf Konsolen, glaubt wirklich, dass dieser Trend auf Origin oder auf die Konsolen irgendwie anders ist oder gar, dass es nach oben geht auf irgendeiner Plattform, im Leben nicht. Lass es mal noch 10 bis maximal, und das ist wirklich mit sehr viel gutem Willen, 15.000 aktive Spieler sein, überall zusammen, Origin, Steam, Konsolen, wenn überhaupt.
Und das war's. Es gibt also auch noch nicht mal ein wirklich wirtschaftliches Interesse daran, Battlefield 2042 irgendwie noch zu fixen. Ich glaube, man hat den Image-Schaden jetzt auch schon hingenommen und wird das Ganze totschweigen. Man sagt sich einfach so, wisst ihr was, wir hoffen, dass das verschwindet möglichst schnell in der Versenkung. Am besten noch nach ein paar Jahren jegliche Referenzen auf der Homepage irgendwie zu diesem Game entfernen, Kopf in den Sand stecken und Ruhe ist. Das besteht keinerlei Interesse dran, das irgendwie noch zu fixen. Und natürlich gibt es wieder die üblichen Sachen, die da auch schon anklingen, dass gesagt wird, ja, wir haben aus der Vergangenheit gelernt und wir wollen es besser machen für das nächste Battlefield. Wir möchten viele Sachen rückgängig machen, die nicht gut angekommen sind. Wie gesagt, alles nur Gerüchte ja bisher, aber das würde natürlich ganz klar in das Kommunikationsschema passen, wie es auch die letzten Battlefield-Teile über schon gewesen ist. Und der Fakt ist doch einfach, ich meine ernsthaft, das ist doch keine wirkliche Neuheit. Und es war vor Release klar, die Leute werden keine Specialists mögen, die Leute werden keine Maps ohne Deckung mögen, die Leute werden 128 Spieler, so wie es gemacht ist, nicht mögen, weil sich's doof spielt. Und das eigentliche Problem ist, und ich sag jetzt mal so hart wie es ist, die haben keine Leute mehr, die wissen, wie man ein gutes Battlefield macht. Das liegt nicht nur an EA, die massig Druck gemacht haben, sicherlich auch. Aber das Design von diesem Battlefield, das hat DICE ganz alleine verkackt. Die haben einfach keine Game Designer mehr, die wissen, was ein wirklich gutes Battlefield ausmacht. Die wissen nicht, wie ein wirklich gutes Battlefield geht. Und den Abwärtstrend hat man die letzten Teile über schon gesehen. Und Battlefield 2042 ist einfach so die Negativkrone, so die Krone von unten, die man jetzt über die letzten Jahre über quasi schon in diesem Not-Stonks-Trend erkennen konnte. Und es gibt viele Leute, die sagen, ja, warum machen sie nicht ein Best-of Battlefield 3, Battlefield 4, so halbes Remaster? Und ja, ich sag ganz ehrlich, das würde ich wahrscheinlich auch feiern. Einfach mal wirklich ein, sagen wir so, bewährtes. Die müssen ja, ich verstehe nicht, warum sie immer denken, sie müssen das Rad neu erfinden. Und ich würde das irgendwie auch feiern, aber eigentlich will ich kein Remaster, sondern ich will ein gutes, neues, modernes Battlefield, das ich spiele wie ein Battlefield und Spaß macht wie ein Battlefield, dass man länger als paar Tage spielen kann, ohne genervt zu sein. Dass du geniales Gunplay hast, Run und Gun, was Battlefield ausmacht, so die perfekte Symbiose aus Fahrzeug- und Infanterie-Gameplay. Und das ist das, was ich mir von einem Battlefield wünsche. Dann gab es natürlich Gerüchte, dass das nächste Battlefield schon vielleicht 2023 erscheinen soll, dass das angeblich als Release angepeilt wird. Und dazu muss ich sagen, ja, warum eigentlich 2023? Klar, das erste ist, weil 2023 kein Call of Duty rauskommt. Die haben ja gesagt, sie weichen ein bisschen ab von diesem jährlichen Release-Schedule. 2023 kommt kein Call of Duty raus. Da muss ich sagen, das klingt natürlich im ersten Moment mal plausibel, aber da muss man doch mal wirklich sagen, so weit sind wir schon, dass man sich vor der Konkurrenz versteckt. So nach dem Motto, ha, wir sind so unfähig, wir kriegen ja gar nichts hin. Lass mal ein Jahr abwarten, bis kein Call of Duty rauskommt. Im Leben nicht. Das muss ein gutes Spiel werden und dann ist das auch konkurrenzfähig zu Call of Duty, gar keine Frage. Und außerdem ist 2023 auch viel zu früh. Viel zu früh. Es sei denn, man möchte das nächste Battlefield 2042 abliefern. 2.0, keine Ahnung, NG, Next Level. Also wenn man wirklich was Fertiges, Gutes releasen will, dann lieber 2025, wenn man irgendwie der Meinung ist, man muss Call of Duty dodgen. Ja, bei der Gelegenheit könnte man das übrigens auch einfach Battlefield 2052 nennen. Es gibt ja aktuell genug Zündstoff auf der Welt, um da mit dem nötigen Feingefühl ein wirklich, wie sagen sie so schön, immersives und aktuelles Battlefield zu stricken, wenn man sich dann traut. Ja, und ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass es zu brisant wäre, es im aktuellen Jahr anzusiedeln. Wer weiß, was da noch alles passiert ist bis 2025. Ja. Und eine Frage, die ich mir stelle, und ich hoffe, die stellen Sie sich auch, und das ist eigentlich eine ganz elementare Frage für ein neues Battlefield, muss es Frostbite sein? Klar, man könnte denken, warum nicht? Sie haben doch die Erfahrung aus den alten Games und können das nutzen. Aber es hat sich bei Battlefield 2042 schon rausgestellt, das ist nicht so. Es ist keiner mehr da, der Frostbite checkt. Die haben keine Leute mehr, die Plan haben. Und das hat man Battlefield 2042 auch extrem gespürt. Die können ihren eigenen Kram nicht mehr bedienen. Die Leute sind weg. Und wenn eh keiner mehr da ist, der es checkt, vielleicht findet man einfache Unity- oder Unreal-Entwickler.
Also man sollte sich definitiv einfacher finden als Leute mit Frostbite-Erfahrung. Und auch das ewige Einarbeiten in Frostbite würde damit erstmal wegfallen. Vielleicht ist das ja eine sinnvolle Strategie für das nächste Battlefield. Ich denke mal, die Witcher-Entwickler schwenken ja nun auch auf Unreal um. Nicht ohne Grund, da hat Cyberpunk sicherlich auch gehörig mit zu beigetragen, dass sie festgestellt haben, fuck, wir kommen mit unserem Kram nicht mehr klar, beziehungsweise mit unserem Kram an die Grenzen. Und die Lektion könnten sie auch aus Battlefield 2042 lernen. Und ich hoffe, dass mittlerweile auch die ganzen, ja, aber Battlefield 4 hatte ja auch einen schlechten Launch, Leute eingesehen haben, da kommt nichts mehr. Battlefield 2042 wird kein neues Battlefield 4. Übrigens, by the way, Fun Fact, zum aktuellen Zeitpunkt hatte Battlefield 4 schon 3 DLCs, 3 Stück. Und was haben wir in Battlefield 2042? Ein paar Skins und ein Legacy-Feature, Scoreboard. Nee. Was mich ja immer noch persönlich ein bisschen ärgert, ist, dass man einfach weiterhin unter den Teppich kehrt, dass man die Leute im Prinzip gescammt hat mit Battlefield 2042. Gerade auch durch die Trailer, die wenig mit der Realität zu tun haben, das war echt schon grenzwertig. Portal ist tot, Server voller Bots. Ja, was soll ich noch dazu sagen? Von Hazard Zone reden wir mal gar nicht. Aber Portal, das würde ich mir wünschen, wenn ich eine Sache behalten möchte aus Battlefield 2042. Dann ist es Portal. Das sollten sie unbedingt behalten für das nächste Battlefield. Nur in besser, mit mehr Möglichkeiten. Erinnert sich noch einer an die Zeit, als Spiele sowas wie einen Level-Editor hatten? Da konnte man richtig coole Sachen mitbauen. Und Portal ist ja vom Ansatz her genau in die richtige Richtung, was ich mir schon immer gewünscht habe. Das Ganze muss nur in einem guten Basis-Game sein und natürlich noch umfangreicher und besser umgesetzt. Und das ist im Prinzip das Beste, was man behalten kann von Battlefield 2042, meiner Meinung nach. Den Rest kannst du eigentlich mehr oder weniger in die Tonne kloppen. Und ob DICE wirklich was gelernt hat aus Battlefield 2042 oder es einfach nur sagen, ich habe meine Zweifel, aber warten wir es ab. Mal schauen, wann das nächste Battlefield offiziell angekündigt wird. Geben wird es das auf jeden Fall. Und wir können gespannt sein. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr zum Thema denkt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Macht's gut. See you.